So, lieber Poki, was hast du denn hier zu sagen? Nur einen Klick von unserem wundervollen Spielanfang entfernt finden wir uns hier am Schaukelbaum. Das war, glaube ich, eine der ersten Ideen, die ich zur Gestaltung des Klosters überhaupt hatte, war, dass ich unbedingt einen Schaukelbaum direkt über dem Abgrund zeichnen wollte. Ich habe ihn dann nachträglich noch so ein bisschen aussehen lassen wie einen Galgen, habe noch Termiten dran gesetzt, um diesen ganzen Sachverhalt noch zu verstärken, wie hier in diesem Kloster quasi mit Kindern umgegangen wird. Und ich glaube, er erfüllt optisch als auch inhaltlich seinen Zweck. Des Weiteren sehen wir in diesem Screen natürlich gleich zwei Hinweise auf den Vorgängerteil. Ätna bricht aus. Zum einen ist es links vorne im Bild die namensgebende Ätna, die wir eben schon in der Intro-Cutscene sehen konnten, erleben durften. Und hier gräbt sie gerade in einem der Beete. Zum zweiten ist es hinten in der Perspektive, nahe dem Horizont auf einem Berg, die Berganstalt. Und zwar Dr. Marcells Anstalt, die ja quasi auch einer der Protagonisten des ersten Teils im weitesten Sinne ist. Ja, viel Spaß beim Spielen. Also doch. Guck mal. Der Schaukelbaum wimmelte nur so von Termiten. Was hatte die Oberin nur gegen die putzigen Tierchen? Kann ich auch nicht verstehen. Wir gehen mal zurück zum Schulteich. Denn wir brauchen ja eine Schaufel und Honig oder Marmelade. Aber Honig ist ja viel lässiger, das haben wir mitgekriegt. Guck mal, Ätna, sag ich. Ich bin noch voll in Ätna bricht aus. Lilly, ein Breslaufarmer. Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Tja, was haben wir hier? Konserven. Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Kannst du den denn mitnehmen, den Pinsel? Yeah. So, den Poki, den hören wir ein bisschen später, weil wir ja gerade schon einen Poki gehört haben und wir da in diesen Raum hoffentlich auch irgendwann reinkommen. Und wahrscheinlich hier direkt der nächste Poki wartet, aber hier haben wir einen Schlauch. Können wir damit noch... Ob wir den da reinlegen können? Hey, weg da! Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Wie nett. Freeman machte sich offenbar Sorgen um Lilly. Er wollte wohl verhindern, dass sie in den Brunnen fiel. Och, was ein Netter, der Freeman. Was ein Netter. Was machst du denn da, Freeman? Ach, Lilly. Ich dachte schon, da wäre jemand. Stör mich nicht. Ich bin beschäftigt. Aber, was ist denn da? Habe ich nicht gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen? Ich versuche, mich zu konzentrieren, okay? Irgendwas ist da unten im Brunnen. Ich sehe etwas glitzern. Oh Mann, ich hoffe, es ist der Kellerschlüssel. Das wäre ja so Gumbo. Was? Lass mich raten. Du weißt nicht, was Gumbo ist, oder? Ach, Lilly, du bist einfach hoffnungslos verspießt. Typen, die so lässig sind wie ich, sagen heute, das ist voll Gumbo oder das gummt. Aber du bist einfach nur lahm, voll Ungumbo. Ja, ich bin halt so Ungumbo. Sag mal, hast du nichts zu tun? Musst du nicht irgendwelche Aufgaben für die Oberin erledigen? Aha. Wusste ich's doch. Du bist aber auch zu blöd, dass du den ganzen Mist immer aufbrummen lässt. Was ist es denn diesmal? Musst du wieder mal den Kompost alphabetisch sortieren? Oder ihren Rücken enthaaren? Sag nichts. Du sollst die Termiten vom Schaukelbaum verscheuchen, richtig? Aha. Na, viel Glück. Der Schaukelbaum ist aus Süßholz. Und Termiten sind bekannt dafür, dass sie auf Süßigkeiten abfahren. Das wirst du nie schaffen. Yeah. Lass mich raten. Du sollst die Beete umgraben, richtig? Aha. Na, viel Glück. Mit deinen kleinen Mädchenhänden wird das eine Ewigkeit dauern. Aber glaub mal nicht, dass ich dir eine Schaufel leihe, wenn ich erstmal im Keller bin. Es sei denn, du willst mir doch helfen, den Schlüssel vom Grund des Brunnens zu holen. Dachte ich mir, weil es verboten ist, nicht wahr? Oh Mann, Lilly. Du bist so angepasst, dass es schon fast ein Wunder ist, dass man dich noch von der Umgebung unterscheiden kann. Das ist so gut. Wird das jetzt etwa wieder dein Vortrag über Recht und Ordnung im Kloster? Na, da bin ich aber mal gespannt.
Aber? Nee. Wir dürfen nicht in den Keller. Mann, Lilly, lern mal einen neuen Text. Wir dürfen dies nicht, wir dürfen das nicht. Trink kein Motorenöl, spielt nicht mit den Steckdosen. Du kannst einem echt bei allem den Spaß verderben. Kein Wunder, dass dich niemand mag. Was jetzt noch? Du siehst doch, dass ich mit dem Brunnen beschäftigt bin. Oder hat das deine ach so tolle Oberin auch verboten? Aha. Ach ja? Das beweist nur wieder, wie unsinnig diese ganzen Regeln der Erwachsenen sind. Aber... Sag mal, bist du immer noch da? Schleich hier nicht so rum, sonst falle ich noch vor Schrecken in den Brunnen. Oh, wie süß. Hast du jetzt etwa Angst um mich, oder was? Keine Sorge, ich bin nicht so blöd, dass ich in den Brunnen steige. Aber nicht, weil die Oberin das verboten hat, sondern weil es wirklich zu riskant ist. Wobei... Können wir sonst noch was fragen? Ach Mann, Lilly, jetzt halt doch mal endlich den Rand. Es sei denn natürlich, du hast eine Idee, wie ich an den Kellerschlüssel komme. Man bedenke nur, was ich damit alles anstellen könnte. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Nicht nur so öde Dinge wie Schaufeln und Pinsel und so. Ich rede hier von echten Schätzen. Ach nee, das ist ja einfach nur... Ja, oder? Du kannst dir gerne den Mund fusselig reden. Meine Aufmerksamkeit gehört einzig dem Kellerschlüssel am Grund des Brunnens. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Okay. Dann, Poki, was sagst du zu Morgan Freeman? Ja, und hier sehen wir jetzt das Kloster in seiner kompletten Größe. Ähnlich wie in Edna bricht aus, habe ich auch hier pingelig darauf geachtet. Also mehr oder weniger pingelig, so pingelig mal Daumen, drauf geachtet, dass die Außenansicht des Komplexes, des Gebäudes, in dem ja das komplette erste Kapitel spielt, einigermaßen zusammenpasst mit den tatsächlichen Innenräumen. Man kann hier im Prinzip alle einzelnen Räume quasi erahnen von außen, die wir später von innen begehen. Zum Beispiel der Gang zu den Schlafsälen ist im rechten Turm oben direkt über dem Kloster, das wir auch begehen können. Links ist irgendwo, sind die großen Fenster vom Klassenzimmer, dann ist da natürlich der Gang mit der Schuluhr, der Balkon und ja, alles ist da und wartet darauf, von uns bespielt zu werden. Umso gehässiger, dass wir zunächst das Kloster noch gar nicht betreten dürfen und uns stattdessen mit diesem ärgerlichen Freeman vorne rumärgern müssen, der sich weit über den Brunnen gebeugt hat, was er natürlich gar nicht darf. Dieser unglaubliche Rebell. Ich freue mich natürlich sehr über, ich weiß nicht, ob ihr schon mit ihm gesprochen habt oder nicht, tut es auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ausgiebig, denn Freeman ist besonders hip. Übrigens wunderbar gesprochen von unserem Thomas Padani, der auch einer unserer Dedelic-Autoren ist, neben seiner Tätigkeit als Schauspieler und Sprecher. Und der Thomas hat wunderbar interpretiert die Wortneuschöpfung des Wortes Gumbo. Nur ein echter Rebell weiß natürlich, dass man heutzutage Gumbo sein muss, um auf dem Schulhof richtig Respekt zu bekommen. Das gummt. Ja, das gummt voll. Aber ich glaube, wir können sonst hier nichts machen, oder? Der Freeman lässt uns ja nicht ran. Oder? Der Brunnen war tief. Kein Spielplatz für ein braves Kind wie Lilly. Na, dann geht das brave Kind Lilly lieber wieder in Richtung Schulteich. Ups. Wo ist er? Hilfe! Als Lilly zurück an den Brunnen kam, war Freeman verschwunden. Ich glaube, der Freeman ist in die Schule gegangen. Der ist nach Hause gegangen. Und ich bekomme gerade die Sehnsucht, diese Bienen zu befreien. Wir müssen den Bienen helfen. Die sind einfach so da. Guck mal. Und wir helfen auch Freeman. Dann ist er nicht mehr so allein im Dunkeln. Ah, was soll das? Lilly, nein! Geht weg! Ich habe eine Allergie! Ah!
Oh nein, jetzt war der tollpatschigen Lilly doch glatt das Bienennest in den Brunnen gefallen. Den Bienen schien das auch wenig zu gefallen. Ihr Summen klang anders als sonst. Es war ein Unfall, Frau Salich, ich schwöre es. Kommt er eigentlich von alleine wieder raus? Kommst du alleine wieder raus? Können wir ihm helfen? Das hatte zwar keinen Effekt. Warte mal, ach, vielleicht können wir ihn rausspülen. Typ. So. Mach mal an. Schade. Der Wasserhahn war leer. Ja, kannst du... Kannst du das da dran machen? So. Geht das? Lili, bist du von allen guten Geistern verlassen? Ja. Warte das sofort ab. Oh. Hab ich dir nicht ganz genau gesagt, was du zu tun hast? Ich kann einfach nicht glauben, dass du es immer wieder schaffst, mich aufs Neue zu enttäuschen. Ach, ich mag sie so sehr. Lili verstand nicht, was sie falsch gemacht hatte. Ich mag die Oberin so sehr. Die ist so ein herzensguter Mensch und so liebreizend und liebevoll zu den Kindern. Ja. Ich glaube, da ist gerade wer spontan in die Pubertät gekommen. Was, Freeman? Lili, vielen Dank für deine tolle Hilfe. Das hast du wirklich klasse gemacht. Wenn ich dir irgendwie helfen kann... Oh, du willst den Kellerschlüssel haben. Aber natürlich. Nicht. Was fällt dir überhaupt ein? Du hast mich auf die Idee gebracht, in den Brunnen zu klettern. Deinetwegen bin ich hineingefallen. Aber anstatt mir rauszuhelfen, wirfst du mir ein Bienennest auf den Kopf. Und ertränkst mich beinahe. Sieh mich an. Ich bin nass, zerstochen und von oben bis unten mit Honig vollgeschmiert. Ich weiß, alle halten dich für süß und harmlos. Aber in Wirklichkeit bist du eine wandelnde Katastrophe! Das mit dem Schlüssel kannst du jedenfalls vergessen. Halt dich von mir fern! Also bist du da reingekommen, um den Schlüssel zu holen und bist du sogar wieder rausgekommen oder nicht? Kann ich dich eigentlich abpinseln? Vergiss es! Egal, was du da hast. Ich will es nicht. Ich will dich auch... Weil ich dich aus tiefster Seele hasse. Lilly war kurz abgelenkt gewesen. Aber allem Anschein nach wollte Freeman ihre Sachen gar nicht haben. Wohl für den Fall, dass sie sie noch benötigte. Er war so ein guter Freund. Ja, er ist so ein Lieber. Kann ich das denn anpinseln? Ich brauche Honig. Ich will Honig. Ja. Ich will Honig. Ich brauche Honig für meine lieben Freunde, die Termiten. Kann ich eigentlich... Nee, kann ich... Ich dachte, hier könnte ich schon mal eine Spur legen. Aber ich muss doch irgendwo... Ach! Oh, die ungeschickte Lilly schon wieder. Also dieses ungeschickte Mädchen. Das ist doch nicht... Das Lilly geht doch hätte nicht. Dem Baum gerne all ihre tollen Sachen gezeigt, aber er hörte sie gar nicht. Halb so schlimm. Lilly war das gewohnt. Aber vielleicht da drauf. Die Komposttonne war der ideale Platz, um die Termiten umzusiedeln. Lilly machte sich sofort ans Werk. Ja, und rein mit euch. Der Plan hatte soweit funktioniert. Oh, diese ungeschickte Lilly. Vielleicht sogar etwas zu gut. Die Termiten folgten nun Lillys Honigtapsen zurück in den Innenhof. Nein, nicht! Geht weg! Von dort wehte der Wind seltsame Laute zu ihr herüber. Wahrscheinlich waren das die Termiten, die sich über ihr neues Zuhause freuten. Also Lilly, du bist auch einfach ungeschickt. Es war ein Unfall. Ich schwöre es. Ich schwöre es. Ups. Freeman war nun endgültig gegangen. Dafür hatten die Termiten auf der Bank ein neues Zuhause gefunden. Und als wäre das nicht genug Anlass zur Freude, hatte sich auch noch einer dieser lustigen Gnome, die Lilly manchmal sah, zu ihnen gesellt. Guck mal, ein Kartoffelmännchen.
Und ich glaube, der Freeman hatte gerade ganz, ganz plötzliche Angelegenheiten, um die er sich kümmern muss. Aber schau mal, Kellerschlüssel. Und was haben wir hier? Ach nee, das gehört ja dem Kartoffelmännchen, und was anderen Leuten gehört, dürfen wir ja nicht klauen. Und der Rest hier im Kloster, den klauen wir ja nicht, den borgen wir uns nur aus. Mach mal auf. Die Oberin hatte strengstens verboten, im Keller zu spielen. Ja, dann halt. Andererseits hatte Lilly eine Aufgabe zu erfüllen. Genau. Ich sag doch, wir kommen noch in den Keller, juhu. Und ich will den Presslufthammer. Können wir die Konserven mitnehmen? Konserven? Lilly verstand sich blendend mit Doris, der Kantinenfrau. Darum wusste sie auch, dass sie mit Messern warf, wenn man die Vorräte durcheinander brachte. Ups, das sollten wir vielleicht dann doch nicht tun. Schaufel, ja. Eine Schaufel? Genau so eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Juhu. Was haben wir hier? Ofen. Der Ofen war schwarz und leer. Wie der Spiegel, von dem Lilly immer träumte. Ich liebe diesen Erzähler. Es ist einfach so geil. Das. Sonst haben wir noch Poki. Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Ja, in diesem Screen ist mir das erste Mal aufgefallen, dass meine Animatoren in der Zeit, in der ich weg war, um Texte zu schreiben, viel mehr Aufwand gemacht haben, als ich eigentlich gedacht hätte, indem sie halt ganz viele Greifanimationen und so noch extra durchanimiert haben, was bei Edna Bricht aus immer einfach nur so ein Standardgreif nach vorne war. Und ich bin sehr dankbar dafür und das Ergebnis ist toll geworden. Ich habe es wahrscheinlich hier noch nicht erwähnt. Die Hintergründe für das Spiel habe ich ja tatsächlich noch mal wieder alle selber gezeichnet. Das ist ein seltenes Privileg dieser Tage. Ich komme ja nicht mehr so häufig dazu, dass man mich an ein Zeichentablett lässt. Wir wissen halt, normalerweise passieren da nur Katastrophen. Und eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist natürlich, düstere Kellerräume zu zeichnen. Die machen einfach Spaß. Ich hatte auch ein bisschen mehr Zeit als bei Edna Bricht aus für die Hintergründe. Und konnte mir ein bisschen mehr Zeit nehmen, habe ja auch dazu gelernt, habe dem einen oder anderen Grafiker über die Schulter gucken können. Und so konnte ich dieses Wissen hier anwenden, um ganz viele kleine Gegenstände in den Hintergrund zu zeichnen. Und unter anderem jede einzelne Kohle erstmal mit der Outline zu zeichnen und dann halt auch noch unterschiedliche Farben und Schattierungen für die einzelnen Seiten zu verpassen. Eine kleine Sisyphus-Arbeit hier in der Kohle in diesem Hintergrund. Übrigens, ein kleines Detail ist dieses schöne Poster oder dieses kleine Plakätchen, was da an der Seitenwand von der einen Kommode da zu sehen ist oder von diesem einen Regal. Und das soll ein Deponia-Plakat sein. Das sieht man nicht so richtig. Ich habe es auch aus dem Kopf gemalt und halt irgendwie, es war viel zu klein und fitzelig, um da halt tatsächlich was Richtiges draus zu machen. Schade. Aber man kann es vielleicht erahnen, wenn man weiß, was es ist. Und der Raum wird später im Spiel noch eine größere Rolle spielen. Da freue ich mich schon drauf, was ihr für einen Gesichtsausdruck habt, wenn das passiert. Deswegen legt euch schon mal ein Fotoapparat bereit. Und immer wenn ihr in diesem Raum seid, haltet den Finger auf dem Auslöser. Und schickt mir, ihr werdet diese Szene erkennen, die entsprechende, schickt mir doch eure Gesichtsausdrücke. Genau. Ich habe Angst. Ich habe ganz doll Angst. Aber ich finde, den Schriftzug kann man schon erahnen. Also, ja, gut, aber den Schriftzug und Deponia werden wir ja im Anschluss an Harveys neue Augen spielen.